Wir haben uns letztens ja im Stream auch noch das Video vom Changeman angeschaut. Ich habe gesehen, am Sonntag hat der auch wieder ein neues Video geladen, wo es um Work-Life-Balance geht. Let's go, Josef. Dieses Video wird ein bisschen anders. Ui. Letzte Woche habe ich euch davon berichtet, wie... Cooles Shirt übrigens auch von Cedric. Ist ...ein Monat nichts aufschieben für mich war. Heute erzähle ich euch, welche Methoden mir dabei vor allem geholfen haben und welche eher nicht so. Zusätzlich berichte ich euch von meiner Woche radikaler Work-Life-Balance. Eine Sache noch, da ich gehört habe, dass einigen von euch meine Videos nicht mehr angezeigt werden, habe ich den offensichtlichsten Tipp für euch. Aktiviert die Glocke, let's go! Glocke. Ich habe das bei meinen 5 Lieblings-Creatoren auch gemacht, da ich bei der teilweise sehr niedrigen Frequenz ihrer Videos sonst immer die besten verpasse. Genug der Vorrede, macht's euch bequem, es wird heute entspannt. Ich bin bequem. Ich habe einfach erst nur Hoden gelesen. Eine kurze Übersicht von diesem Video. Kapitel sind aktiviert, aber ich fange da an. Methoden. Bei den Hoden. Für meine Planung habe ich die Eisenhower-Methode verwendet. Das ist die Tabelle. Darauf unterteilt ihr Aufgaben nach Wichtigkeit und Dringlichkeit. Damit filtert man sehr schön Dinge raus und kann gut priorisieren. Das heißt oft... Mit Priorisieren habe ich weniger Probleme, würde ich behaupten. Mein Problem liegt ja darin, ich will zu viel auf einmal machen. Es ist ein Priorisierungsproblem. Fuck. Auch, dass Dinge, auf die man gar keinen Bock hat, ganz oben auf der To-Do-Liste landen. Ich habe bisher öfter mal die schwierigsten und nervigsten Aufgaben ganz ans Ende einer Deadline geschoben und am Ende dann häufig unter Zeitdruck gearbeitet. Das war nicht so ideal. Man kann die Eisenhower Matrix aber auch als Zeittabelle benutzen, indem Aufgabe A viel Zeit braucht und wichtig ist, Aufgabe B maximal 30 Minuten benötigen sollte und Aufgabe C ein Bonus ist, der notfalls auf einen anderen Tag geschoben werden kann. Aufgabe D kann generell weg. Die ist heute nicht wichtig. Ich arbeite aktuell mit 2 verschiedenen Tabellen. Eine für meine... Ey, voll interessant, so ein Tabellensystem. Ich versuche alles aktuell so mehr mit dem Kalender zu machen und allgemein so ein Mindset, erstmal so ein bisschen so eine Ruhe reinkriegen. Eine ganze Woche, die ist digital, und eine für jeden Tag, inklusive Zeitsystem. Die mache ich meistens morgens am Schreibtisch auf einem einfachen Zettel. Idealerweise versehen mit realistischen Zeiten. Pitchpapier-Mini-Sieb. Das ist immer besser geworden mit der Zeit und es bleibt jetzt fast nichts mehr liegen. Und meinen Spielraum für Unerwartetes, den brauche ich fast jeden Tag. Es passiert immer was, Alter. Ich habe auch immer so, ich plane auch immer pro Tag so 2 Stunden ein für Sachen, wo ich einfach noch nicht weiß, dass sie passieren, weil es passiert immer was. Immer. Manchmal ist es die Technik, die spinnt, und ein anderes Mal bin ich es, der spinnt. Man braucht immer ein bisschen Spielraum für die Ordnung von unerwartetem Chaos. Ja. Also die Eisenhower Matrix, so wie ich sie nutze, ist für mich wirklich hilfreich. Ach so, und keine Aufgaben ans Wochenende schieben oder nach 17 Uhr. Okay, da habe ich verloren. Ich tendiere nämlich absolut dazu, Überstunden zu machen. Ja, kenne ich. So, Eisenhower ist fertig, ich habe meine Planung, aber wie fange ich jetzt an? Wie halte ich über den Tag die Konzentration? Fokus. Es hat mir enorm geholfen, herauszufinden, was mich aufhält. Bei mir war das früher mein Smartphone, aber das ist während der Arbeit nicht mehr im gleichen Zimmer. Also wurden es YouTube und Twitter. Da ich sehr viel am Computer arbeite, sind die immer sehr nah. Damit ich mich nicht ablenken lasse, habe ich mir die Pomodoro-Technik zunutze gemacht, die ihr vermutlich... Also viele Techniken es da gibt. Kennt. Ganz kurz für die, die sie nicht kennen. Die Pomodoro-Technik ist eine Zeitmanagement-Methode, die in den 80er Jahren entwickelt wurde. Man unterteilt seine Arbeit in 25-Minuten-Häppchen, formuliert kurz vorher, was man in diesen Häppchen schaffen möchte und macht nach den ersten 25 Minuten eine 5-Minuten-Pause und nach 4 25-Minuten-Einheiten eine größere Pause von 15 bis 20 Minuten. Das Problem ist, wenn ich das höre, das klingt alles nice, aber ich... Wenn ich das machen würde, ich würde nichts schaffen am Tag. Diese simple Technik nutze ich inzwischen jeden Tag. Wobei ich jetzt nicht immer alles vorher schriftlich festhalte, sondern mich oft einfach an meinen Tageszielen orientiere. Das hilft mir dabei, regelmäßig klare Pausen zu machen, in denen ich wirklich auch abschalte. Etwas trinke, esse oder einfach nur auf der Couch liege, idealerweise ohne mein Smartphone. In den größeren Pausen gehe ich dann auch mal ins Handy oder schaue irgendwas auf YouTube. Meistens esse ich aber. Oder snacke. Diese kleinen Belohnungen sind auch wirklich wichtig. Ich habe meine Belohnung aber inzwischen auch ein bisschen verändert, von Schokolade weg auf Gemüse. Ja, ich weiß, gesunde Snacks klingen ein bisschen albern, aber es klappt tatsächlich sehr gut, wenn man sich das Gemüse snackable schnippelt. Und gut, na, muss ich mir gut reden, Gemüse ist geil. Also statt einer Möhre, viele kleine Möhrensticks helfen bei mir zum Beispiel. Außerdem sorgt das Abhaken von To-Do-Listen für einen kleinen Dopaminkick im Kopf. Alter, abhaken ist das beste Feeling. Ich habe auch immer mega viele Listen. Und wenn man dann ganz viel geschafft hat und dann einfach Haken setzen kann überall, das ist geil. Zumindest bei mir. Daher kann ich auch das empfehlen. Die kleinen Ziele über den Tag verteilt immer abhaken. Super befriedigend. Okay, zurück zur Pomodoro-Methode. Die hat nämlich noch einen weiteren Vorteil für mich. Für mich ist das Schwierigste immer gewesen, anzufangen.
Ich konnte stundenlang vor meinem Computer sitzen und mich ablenken und habe teilweise 3 Stunden lang das Internet angestarrt, statt auch nur eine Zeile von einem Drehbuch zu schreiben oder bei dem Dreh was vorzubereiten. Hier ist die Pomodoro-Technik für mich wirklich Gold. Denn 25 Minuten lang einfach mal anzufangen und gucken, wie weit man kommt, ist viel leichter, als in einen 8-Stunden-Tag zu starten. Man geht ja erstmal nur in die nächsten 25 Minuten. Sobald ich den Timer per Browser oder App starte, schalte ich alle Benachrichtigungen ab. Mein Computer geht in den Nicht-Stören-Modus, damit mich auch wirklich keine Push-Nachricht oder irgendwas anderes ablenkt. Und dann geht's los. An Tagen mit gar keiner Motivation und diesem einen supergeilen YouTube-Video in meiner Abo-Box kann es auch sein, dass ich den Timer erstmal nur auf 5 Minuten stelle und mir verspreche, mich danach mit dem Video zu belohnen. Das Gute ist, sobald die ersten 5 Minuten rum sind, will ich gar keine Pause mehr machen, weil mein Gehirn dann im Arbeitsmodus ist. Der Zyklus der Prokrastination ist dann gebrochen. Das ist actually ein cooler Tipp. Also nicht, dass ich das jetzt jeden Tag machen würde, aber wenn man, jeder von uns hängt ja mal in so einer Prokrastinationsspirale fest. Also da dann diesen Timer zu sagen, ich mache jetzt erstmal nur eine Viertelstunde, ist wirklich ziemlich smart. Das Gehirn ist jetzt auf Arbeit eingestellt. Das funktioniert bei mir wirklich gut und hat bis jetzt jedes unabsichtliche Prokrastinieren erledigt. Die Technik hat mir aber auch bei einem anderen Problem sehr geholfen. Ich bin nicht gut darin, regelmäßig Pausen zu machen. Jetzt nutze ich aber jede kleine 5-Minuten-Pause, alle 25 Minuten, um kurz aufzustehen, etwas zu trinken oder mich einfach nur zu bewegen. Und das macht einen weitaus größeren Unterschied, als ich gedacht hätte. Damit komme ich automatisch viel mehr in Bewegung, als es bisher der Fall war, weil ich sitze beruflich echt viel. Mein Hauptproblem ist aber immer noch der Perfektionismus. Das ist nach wie vor mein größter Zeitkiller. Und dieser Prozess, nur dann Perfektion zuzulassen, wenn man es sich leisten kann, ist jetzt nichts, was sich über Nacht einstellt. Aber ich werde immer besser. Dieses Video hier ist bestimmt ein gutes Beispiel dafür. Ich könnte es mit 1 Milliarde Schnittbildern füllen oder, um eine Woche etwas entspannter anzugehen, das Ganze ein bisschen entspannter schneiden und meine Prioritäten richtig setzen. Ganz auf den Inhalt gehen und ausnahmsweise mal nicht so viel auf die Verpackung machen. Das hast du im Bild. Geil. Okay, neben Pomodoro gibt es jetzt noch eine Zeitmanagement-Technik, von der ihr sicher auch schon gehört habt und die bei mir... Ich habe noch von gar keiner davon gehört. Für mich ist das alles neue Info. Geil. Auch mehr oder weniger besondere Auswirkungen hatte. Die 2-Minuten-Regel. Eine beliebte Methode ist die 2-Minuten-Regel von David Allen. Sie lautet... Alles, was man innerhalb von 2 Minuten erledigen kann, sollte man sofort erledigen. Also beispielsweise E-Mails beantworten, Termine erstellen oder Bestellungen machen. Das Ziel ist es, dass man sich dann nur sehr kurz mit Dingen beschäftigt, die andernfalls die Konzentration belasten, wenn man zwischendurch immer wieder an sie denkt oder im schlimmsten Fall... Das mache ich schon immer so. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Termin reinbekomme, zack, beantworten. Kürzere E-Mails direkt beantworten, außer E-Mails, die mehr Konzentration brauchen. Sowas wie, wenn wir irgendwie für einen Dreh irgendwas besorgen oder bestellen müssen für ein Projekt, auch immer instant machen, weil wenn man die Sachen aufschiebt, vergisst man sie. Das mache ich auch so. Sogar vergisst. Für mich hat die Methode nicht so richtig funktioniert. Ich habe versucht, kleine Dinge zu arbeiten, belohne mich jetzt mit dem Stream. So wird's gemacht. Sofort erledigen klingt erstmal gut, aber mir hat sie eher Konzentration geraubt, weil sie mich meist bei was anderem unterbrochen hat. Also habe ich alle diese nervigen kleinen 2-Minuten-Aufgaben einfach ans Ende meines Tages gestellt. Mit meiner Assistenzfunktion. Also einfach eine Sprachnachricht oder eine Notiz erstellen und die nach der Hauptarbeit noch eine 30 Minuten lang abarbeiten. Und das war wesentlich effizienter, da ich so die letzten 30 Minuten meines Arbeitstages ganz in Ruhe und in meiner Geschwindigkeit diesen kleinen, aber auch nicht so unwichtigen Aufgaben widmen konnte. Meistens sind diese kleinen Aufgaben, oh nee, ich habe einen Anruf vergessen, den ich noch machen muss heute. Shit, Mann. In Ruhe, mit Entspannung, meist auch langsamer als 2 Minuten. Vielleicht ist es für euch eine hilfreiche Methode und verbessert eure Produktivität enorm, aber für mich war die gar nichts. Was allerdings eine echte Entdeckung für mich war, ist die nächste Methode. Die Tiny Habits Methode. Mein guter Freund Dennis, auf YouTube auch bekannt als Dennis Bus Coach, hat mir während des Selbstexperiments von der Tiny Habits Methode erzählt. Die Tiny Habit Methode setzt da an, dass man sich eine Handlung so lächerlich einfach macht, dass man fast überhaupt gar keine Motivation braucht, um das regelmäßig zu machen. Und bei einer Gewohnheit ist es immer sehr effektiv, die an eine bestehende Routine zu knüpfen. Das heißt, ich kann eine bestehende Routine als Anker nehmen, um daran meine neue Liegestützengewohnheit zu knüpfen. Zum Beispiel, jedes Mal, nachdem ich mir nach dem Klo gehen die Hände gewaschen habe, mache ich eine Liegestütze. Super Beispiel, alle Tiny Habit Coaches auf der Welt benutzen regelmäßig Zahnseide. Und zwar sieht das Ganze so aus, mein Anker ist, ich nehme die Zahnbürste in die Hand. Meine Tiny Habit ist, ich nehme eine Zahnseide in die Hand. Fertig.
wenn ich dann mal merke, du, ich hab... Das ist halt echt geil. ...überhaupt gar keinen Bock, heute Zahnseide zu benutzen oder ich habe überhaupt gar keine Zeit, scheißegal, packe ich die Zahnseide halt eben wieder weg. Das Essentielle ist einfach nur, die Zahnseide einmal in die Hand zu nehmen, also diesen ersten Minischritt auszuführen und mich dafür zu feiern. Und so bleibt... Du nimmst dir jeden Morgen die Hand und bist so, wow, ja, jeden Morgen. Eine Gewohnheit lebendig. Alles einmal kurz Ohren explodiert. Klar, also nachdem ich X getan habe, tue ich immer Y. Diese Technik hat bei mir sehr gut funktioniert. Meine Joggingroutine ist so stark wie seit über einem Jahr nicht mehr. Statt 0 bis einmal im Monat war ich im November 5-mal pro Woche joggen. Das und an den anderen Tagen spazieren. Das strong. Und inzwischen ist das ein kleiner Automatismus geworden. Jeden Tag um 11 Uhr werde ich ans Joggen gehen erinnert. Dann arbeite ich nochmal 25 Minuten fokussiert, trinke etwas und lauf los. Nach meinem meist halbstündigen Lauf meditiere ich und dann gibt's Mittagessen. Das ist solid. Echt gut laufende Routine geworden. Wenn ich aus diversen Gründen nicht die Möglichkeit habe, joggen zu gehen, gehe ich zumindest spazieren oder versuche mich für eine Weile sportlich zu bewegen. Also im Notfall, bei einem Dreh, wenn der Raum es nicht anders zulässt, hüpfe ich einfach ein bisschen rum. Hauptsache mein Kopf... Hier ist bei einem Dreh so... Kopf und Körper bekommt diese Bewegungsroutine mit. Also die Tiny Habits Methode hat mir wirklich geholfen. Und ich freue mich, sie auch auf weitere Bereiche anzuwenden, damit ich diese ganzen Dinge, auf die ich nie Bock habe, wie Sport, auch erledigt bekomme. Denn Boah. Ich habe nie Bock auf Sport. Ich habe ihn hinter mich gebracht. Dann freue ich mich immer und fühle mich auch super. Dann kann ich mich auch gut feiern. Work-Life-Balance. Diese Woche stand ganz im Zeichen der Work-Life-Balance von Dr. Pezeshkian. Und ich erzähle euch mal, was das genau für mich hieß. Der Neurologe Nosrat Pezeshkian betreibt sogenannte Salutogenese-Studien. Was ein schwieriges Wort. Salutogenese-Studien, boah, was für ein Wort. Die beschäftigen sich damit, warum Menschen krank werden und was man tun kann, damit sie gesund bleiben. Die Balance aus Arbeit und Freizeit hat hier einen belastbaren Anteil. Gemeinsam mit Lothar Seiwert hat Pezeshkian das Lebensbalance-Modell entwickelt, oder Life-Balance-Modell. Diesem Modell nach beruht ein gesundes Leben auf der Balance der folgenden Bereiche. Erstens, Leistung und Beruf. Ein Beruf, der Spaß macht und fordert, der Wunsch, sich weiterzuentwickeln und Verantwortung zu übernehmen, sind hier wichtig. Habe ich, ja. Viele Menschen sich stark über ihren Beruf definieren, kann es hier schnell zu einem Ungleichgewicht kommen. Ja, das kenne ich tatsächlich auch, weil Deadlines, Prioritätenverschiebungen und ein schlechtes Gewissen, wenn man mal nicht alles geschafft hat, was man... Oder wenn man... Bei mir fängt schon an teilweise, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich mal nicht arbeite, überhaupt. ...sich vorgenommen hat. So, ich habe manchmal... Also es ist schon ein bisschen besser geworden, aber ich hatte Zeiten, da war es so... Ich habe instant so Gewissensbisse bekommen, wenn ich eine Stunde nicht gearbeitet habe oder so, ey. Sorgen dann dafür, dass man auch im Feierabend nicht wirklich abschalten kann und die eigene Erholungszeit keine wird. Das ist inzwischen zum Glück alles viel besser geworden bei mir. Aber früher hatte ich tatsächlich immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich mal nicht gearbeitet habe oder zumindest Arbeit geplant habe. Wenn man im Bereich Leistung und Beruf zu viel seiner Zeit verbringt, kann das zu psychosomatischen Störungen führen. Ich bekomme dann zum Beispiel immer Hautprobleme oder Magenschmerzen. Außerdem kann so ein Ungleichgewicht zu Konflikten im privaten Bereich führen. Und wenn alles kippt, findet man sich irgendwann wahrscheinlich in der echten Sinnkrise wieder. Leistung und Beruf ist in meinem Fall auf jeden Fall ein Bereich, den ich ganz besonders beobachten sollte. Zweitens, Körper und Gesundheit. Natürlich. Also so psychosomatische Symptome hatte ich teilweise auch schon. Also so richtig Magenprobleme. Aber es kommt wirklich direkt immer mit Stress. Also keine Sorge, ich habe das auch alles unter Kontrolle und Ärzten und so, aber... Fühle ich, kenne ich. Hier sind sowohl Sport und Bewegung als auch eine gesunde Ernährung und ausreichend Erholung gemeint. Um gesund zu bleiben und auch körperlich fit, ist es wichtig, sich ausreichend Zeit dafür zu nehmen. Hier bin ich früher aber auch in eine Falle getappt. Ich habe diesen Bereich beachtet, damit ich noch mehr Leistung bei der Arbeit bringen kann und da nicht nachlasse. Kenne ich. Ich bin wirklich kein Fan von Sport. Ich fühle dieses Video. Josef, ich fühle dieses Video so sehr. Aber heute bewege ich mich, weil ich mich danach gut fühle und nicht, damit ich dann noch länger und besser arbeiten kann. Im Moment bewege ich mich 30 Minuten am Tag, außer an Wochenenden, und gehe entweder joggen oder spazieren. Auf Pausen achte ich inzwischen sehr. Und dabei fällt mir ein, ich war heute auch joggen und es ist Samstag. Egal. Bei manchen Menschen kann eine falsche Balance im Bereich Sport und Arbeit aber dazu führen, dass ein weiter wichtiger Bereich komplett vernachlässigt wird. Drittens, Beziehung und Familie. Emotionale Zuwendung und Anerkennung sind wichtig. Und durch ernsthafte und ehrliche Kontakte zu Lebenspartnern und guten Freunden sichert man diese ab. Ein Netzwerk aus sozialen Kontakten, gemeinsam Spaß haben, sich auf andere verlassen können, bestimmt diesen Lebensbereich. Auch das Gefühl zu wissen, dass man nicht alleine ist, ist wichtig. Diese soziale Unterstützung ist sehr elementar für ein ausgeglichenes Leben. Zu viel Arbeit kann aber auch eine Flucht sein vor privaten Konflikten oder der Angst, sich verletzlich zu zeigen vor den Menschen, die einem wichtig sind.
Das kennen vielleicht einige von euch von ihren Eltern oder sogar sich selbst, wenn plötzlich eine Person über eine lange Zeit hinweg ohne klaren Grund Überstunden macht, da es in der Beziehung gerade schwierig ist. Laut Pezeshkian ist der Bereich Beziehung und Familie einer der wichtigsten zur Burnout-Prävention, da der Bereich uns das Gefühl geben kann, dass wir geliebt werden und wertvoll sind. Bis vor 5 Jahren habe ich den Bereich tatsächlich sehr unterschätzt. Inzwischen weiß ich aber, wie wichtig es für mein persönliches Glück und Wohlbefinden ist. Ey, unendlich wichtig. Freunde, Familien, Beziehungen. Unendlich wichtig, Leute. Unendlich wichtig. Viel Zeit in diesem Bereich zu investieren. Viertens, Sinn und Kultur. Laut der Studie haben sich die Werte in der Gesellschaft verändert. Sie orientieren sich nicht mehr so stark an beruflichen Zielen wie früher, sondern zunehmend an einem erfüllten Leben, ausreichend Freizeit und der eigenen Selbstverwirklichung. Aber auch einen stärkeren Blick auf die Umwelt und die Zukunft von Mensch und Natur. Finde ich erstmal sehr gut. In dem Bereich kann man überlegen, was für die eigene Zukunft wichtig ist und was erreicht werden möchte. In meinem Fall habe ich dazu sogar mal ein eigenes Video gemacht. Das gibt es hier. In dieser Work-Life-Imbalance-Matrix von den Forschenden Hugard, Kautz und anderen gibt es 4 Bereiche und ich finde mich sofort in einem wieder. Der Einfachheit halber habe ich die Matrix mal übersetzt und bis vor einem Monat war ich auf jeden Fall im Bereich 3. Ungleichgewicht ist nicht bewusst Fokus auf Arbeit. Ungleichgewicht wird akzeptiert. Ungleichgewicht ist nicht bewusst konstante Ablenkung und Stress. Ungleichgewicht zu balancieren. Ich glaube, bei mir ist eine Mischung aus 2 und 3. Eindeutig. Dann bin ich in Bereich 1 gewandert und versuche jetzt über Bereich 2 dieses Muster ganz zu verlassen. Wie weit ich damit bin, könnt ihr gleich sehen. Nochmal zurück zur Work-Life-Balance. Eine richtige Balance nach Pezeshkian hieße nun, von meiner Gesamtzeit von 100% jeweils 25% auf jeden der Bereiche anzuwenden. Und wenn ihr Bock habt... Alter, das ist bei mir so oft. Also bei mir ist es halt locker 80%. 70%, 75%, 20%, 2,5%, 2,5%, irgendwie sowas. Also komplett off, Alter, bei mir. Könnt ihr jetzt auch gerne mal mitmachen. Nehmt euch ein Blatt Papier, los geht's. Vor dem Experiment. Und ich muss euch echt sagen, ich hätte gerade für den Teil hier nochmal deutlich mehr Zeit. Also ich hätte gern so eine 50%. 35, 40% und dann hier, also die beiden Bereiche sind mir persönlich sehr, sehr wichtig hier. Könnt ihr jetzt auch gerne mal mitmachen. Nehmt euch ein Blatt Papier, los geht's. Vor dem Experiment sah es zeitlich bei mir so aus. Erstens, Leistung und Beruf. Der Tag hat 24 Stunden, Schlaf wird nicht mitgerechnet, also in meinem Fall 7,5 Stunden erstmal abziehen von den 24 Stunden, bleiben 16,5 Stunden am Tag, die ich balancieren kann. Davon waren schon 10 mit Arbeit gefüllt. Ja, bei mir. Zweitens, Körper und Gesundheit. 30 Minuten Sport, 30 Minuten Mittagspause, 1 Stunde. Drittens, Familie und Beziehung. 2,5 Stunden. Viertens, Sinn und Kultur. Hier hätte ich noch 3 Stunden übrig. Aber ich habe mich in den Stunden eher mit Zerstreuung beschäftigt, in denen ich noch mehr Leistung bringen wollte. Also müsste ich diese 3 Stunden auch noch in Leistung und Beruf einordnen. Dann sind das da 12. Damit käme ich grob auf diese Prozente. Leistung und Beruf 72,73. Ich glaube, bei mir sieht es echt ähnlich Körper aus. Körper und Gesundheit 6,6. Familie und Beziehung 15,15. Sinn und Kultur 0. Wenn man jetzt ganz genau hinschaut, sieht man hier ein kleines Ungleichgewicht. Ein kleines Ungleichgewicht. In meinem Raster. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass ich am Wochenende immer frei mache, verändert sich der Wert natürlich auch nochmal. Aber die Wahrheit ist, dass ich an den Wochenenden meistens auch noch gearbeitet habe. Meistens für YouTube-Videos oder irgendwelche Online-Sachen. Insgesamt sieht das richtig übel nach einem heftigen Ungleichgewicht aus und ist gleichzeitig eine Warnung an mich. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt auch schon mal eure Ergebnisse in die Kommentare schreiben. Bei mir ist es echt nicht gut. Nicht gut. Würde mich auch mal interessieren, ob ich da sehr rausfalle. Und für alle Prozentrechner-Stolperer wie mich, ich habe das Ganze hier auf der Website ausgerechnet. Da kann man das einfach ein... Man kennt es, ich kenne sie auch. Dieses Ungleichgewicht, was ihr gerade gesehen habt, habe ich inzwischen korrigiert. Und wie das war, seht ihr im nächsten Video. Nein, erzähle ich euch jetzt. Eine Woche ausgeglichen leben. Ein Ungleichgewicht habe ich korrigiert. Jetzt bin ich gespannt. Und diese Woche versucht, auch wirklich auf meine Bedürfnisse zu achten. Und gleichzeitig so viel Balance wie möglich zu erreichen. Als Selbstständiger habe ich natürlich da viel mehr Freiheiten als irgendwer, der fest angestellt ist, weil ich mein eigener Chef bin. Ein typischer Tag sah auf einmal so bei mir aus. Erstens, Leistung und Beruf. 25%. Der Tag hat 16,5... Warte mal, das sind ja nur 4 Stunden Arbeit.
Bro, das schaffst du doch nicht. Stunden. Davon durfte ich nur 4,3... Also ich würde dann nichts schaffen von dem, was ich eigentlich schaffen muss an einem Tag. Acht arbeiten. Das habe ich der Einfachheit halber mal auf 4,5 aufgerundet und das war tatsächlich schon ungewohnt genug. Am ersten Tag habe ich die Zeit am Stück abgearbeitet und war danach ziemlich irritiert. In den Folgetagen habe ich die Arbeit an sich aber auch anders verteilt und nach 2 Stunden nochmal eine ganze Stunde Pause gemacht und mich dann anderen Dingen gewidmet, bevor ich wieder zurück zur Arbeit gekommen bin. Aber die Irritation am ersten Tag, so früh in den Feierabend zu gehen, war einfach seltsam. Ey, fühle ich. Ich bin immer so, wenn ich schon vor 20 Uhr mit allem fertig bin, bin ich immer schon so, Bro, was ist denn hier los? Ins Körper und Gesundheit, 25%. 4,38 Stunden Körper und Gesundheit waren eine echte Herausforderung. Da ich bisher nur 30 bis 60 Minuten am Tag mit Sport und Bewegung oder klarer Erholung verbracht habe, war das hier ziemlich neu. Ich bin weiterhin jeden Tag einmal joggen oder spazieren gewesen. Anschließend habe ich meditiert, geduscht, mich gepflegt und damit circa so 1,5 Stunden gefüllt. Aber was neu war, ich habe mich zum ersten Mal damit beschäftigen müssen, was mich eigentlich entspannt. Und bin in der Woche unter anderem zum sehr langsamen Leser geworden. Ich baller mir viel zu oft den Kopf mit Doomscrolling zu, also ne, einfach am Handy, das macht mich einfach nur müde. Aber so richtig abgeschaltet habe ich beim Lesen mit langen Pausen. Aber so entspannt lesen, nicht schnell lesen. Ich lese ein paar Seiten oder ein ganzes Kapitel und hänge dann tagträumerisch meinen Gedanken nach. Da sind 2 Stunden wie im Flug vergangen. Den Rest der Zeit habe ich mit gutem Essen verbracht. Drittens, Familie und Beziehung, 25%. 4,38 Stunden soziale Kontakte in Corona-Hochzeiten finden dann doch eher mal digital statt. Aber ich habe sowieso wesentlich mehr Zeit mit meiner Partnerin verbracht und zwischendurch immer mal wieder mit Freunden telefoniert oder gevideochattet. Das war eigentlich egal. Der direkte Austausch war immer schön. Die meiste Zeit ist dann aber in die eigene Beziehung geflossen, weil das auch für mich am erholendsten und schönsten ist. Viertens, Sinn und Kultur, 25%. Von 0 auf 4,38 Stunden im Bereich Sinn und Kultur war neben der Veränderung im Leistungsbereich und Beruf eine richtige Offenbarung. Ich habe mich intensiv mit meiner Vorstellung vom Leben und der Gesellschaft beschäftigen können. Das war nicht immer ganz erholsam, aber tatsächlich ganz gut. In dem Bereich Selbstverwirklichung fällt für mich als Künstler vor allem die Kunst, die erstmal brotlos ist. Also Musik machen, Geschichten ausdenken, für die ich keine Zielgruppe finde, freies Assoziieren und Tagträumen in den eigenen Welten. Vielleicht entferne ich mich da ein bisschen von der Definition der Studie, aber das war echt eine Veränderung. Einfach mal Sachen machen, die nicht funktionieren müssen. Ist tatsächlich echt eine Sache, die challenging ist. Weil wenn man in diese glückliche Situation gerät, wie ich jetzt zum Beispiel, davon zu leben, was man so createt, dann ist man aber gleichzeitig im Zugzwang, dass die Sachen funktionieren müssen. Ich habe, glaube ich, lange nicht mehr so auf meine eigenen Bedürfnisse geachtet wie in dieser Woche und bin jetzt umso mehr dafür, dass wir gesamtgesellschaftlich einen 5-Stunden-Arbeitstag einführen. Diese Balance Das, wie sollte man das machen? Also wie gesagt, bei mir ist es zwischen 10 und 12 Stunden. Dann werde ich gerade so mit allem fertig. Das ist schon runtergeschnitten. Ich hatte auch schon mal deutlich längere Arbeitszeiten. Tag einführen. Diese Balance dieser Woche dauerhaft zu halten, wird bei mir nicht möglich sein. Da zum Beispiel Filmdrehs kaum mit einem 4-Stunden-Tag vereinbar sind. Aus Produktionsgründen. Aber wann immer ich kann, werde ich versuchen, so nah wie möglich an dieses Gleichgewicht zu kommen. Und ich werde definitiv nicht mehr 10 Stunden am Tag arbeiten oder unter Leistungsdruck stehen. Die Woche hat dazu geführt, dass ich sehr viel entspannter war, mich körperlich viel besser gefühlt habe, meine Ideen besser waren und ich erfüllter war. Diese Woche hat aber auch dazu geführt, dass ich dieses... Als Koch hast du selbst in der Ausbildung 60-Stunden-Woche, ja. Also 60-Stunden-Woche, ich habe auch so Schnitt, würde ich sagen, zwischen 60 und 70-Stunden-Woche. So aktuell, das ist relativ entspannt. Ich hatte auch schon mal 80, 90-Stunden-Woche im Schnitt eine Zeit lang. Das war echt ungechillt. Das Video sehr viel simpler geschnitten habe, weil ich weniger Zeit investieren konnte bei den aktuell wöchentlichen Uploads. Und da habe ich leider schlechte Nachrichten für alle Fans der wöchentlichen Videos. Das ist ungesund für mich. Das ist ungesund, wenn ich so weitermache. Daher solltet ihr unbedingt und ohne Quatsch diese Glocke aktivieren. Meine Videos kommen ab jetzt nämlich wieder unregelmäßiger. Mindestens einmal im Monat, vielleicht auch zweimal, aber nicht mehr jede Woche. Denn nur dann kann ich sie auf dem möglich höchsten Level machen, mit guter Recherche, kreativen Ideen und dieser tollen Schnittarbeit, die mir auch so viel Spaß macht. Wöchentlich geht das nur mit extremer Selbstausbeutung. Denn was Menschen wie ich oft vergessen ist, dass Gesundheit wichtiger ist als irgendwelche Deadlines. Kunstschaffende neigen ohnehin ein bisschen stärker zur Selbstausbeutung, weil die Arbeit ja auch immer Teil der eigenen Selbstverwirklichung ist.
Aber gerade da ist es wichtig, Grenzen auszuloten und auf die Balance zu achten. Es ist wirklich wichtig, da einen Blick für zu haben. Damit man nicht krank wird. Achso, ich habe hier noch drei Buchtipps von mir. Jasmin Schreibers wunderschöner Roman. Sehr, sehr schönes Video, Josef. Also, bringt mich auch nochmal ein bisschen mehr zum Nachdenken, weil, auch wenn ich mich schon mehr damit beschäftige, als ich sonst gemacht habe, genug ist es, glaube ich, immer noch nicht.